Jo, hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ja, ihr seht Sonnenschein, wunderschön. Unsere CBR 650R auch wunderschön. Was will man mehr? Na, ich habe gedacht, im heutigen Video mache ich mal so ein kleines Fazit von der CBR 650R, Baujahr 2023. Und ja, ich gebe euch mal so meine Meinung bisher zu dem Motorrad. Wir haben jetzt ungefähr 2800 Kilometer runter. Also ja, schon ein bisschen Erfahrung auf jeden Fall sammeln können, auch in verschiedenen Situationen. Das ist jetzt hier kein professioneller Test, Review, sonstiges. Also meine persönliche Meinung, meine Erfahrungen zu dem Motorrad. Und genau, dann fangen wir mal an mit der Optik. Weil wir stehen hier gerade so schön davor und sehen sie in voller Pracht. Und Optik ist ja immer so ein bisschen subjektiv, Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Natürlich auch, auf welche Art von Motorrad man steht. Aber mir gefällt die Optik natürlich sehr. Mir hat die beim Aussuchen bei dem Motorrad gefallen, schon auf den Bildern und in Live nochmal mehr. Und ja, bin echt begeistert. Wir können hier einmal drum rumlaufen. Die Front ist natürlich, ja, sagt man immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dem einen gefällt es, dem anderen nicht so. Und zwischen denen gibt es hier meistens nicht so. Mir gefällt sie auf jeden Fall sehr, sogar besser als die jetzt vom Facelift, also von, beziehungsweise Facelift von der neuen 2024er. Gefällt mir die von der 2023 hier ehrlich gesagt besser. Kann euch, wenn ich ein passendes Bild finde, es auch mal einblenden. Könnt mir gerne mal eure Meinung sagen. Aber ich finde die Front bombastisch. Sehr, sehr gelungen. Dann ja auch die Farbgebung gefällt mir bei dem 2023er Modell sehr. Alles sehr in Schwarz gehalten, mag ich ja sehr. Und eben mit diesen türkisen, hellblauen, wie man die Farbe auch nennen will, Effekten. So ein bisschen Farbe finde ich immer ganz cool. Gefällt mir ja richtig, richtig gut. Dann kommen wir zum Heck, weil das gerade zur 2024er Version ja auch ein bisschen Unterschied ist. Viele feiern ja das neue Heck, das ist deutlich schmaler, sieht ein bisschen schnittiger aus, ist auch ganz hübsch geworden. Aber ich muss auch sagen, hier gefällt mir das von der 2023er deutlich besser. Ich mag diesen Trend, dass alles hinten so schmal und wenig sein muss, ehrlich gesagt nicht so. Ich finde das hier, ja, wirkt jetzt ein bisschen bulliger, ein bisschen mehr das Heck. Finde ich eigentlich richtig gut. Also mir persönlich gefällt das Heck von der 2023er besser. Könnt mir aber gerne mal eure Meinung sagen. Sonst ja die Optik mit dem Underflow-Auspuff finde ich richtig, richtig gut gelungen. Und sonst, dass hier halt alles so relativ in Schwarz gehalten ist. Auch der Motorblock und sowas. Diesmal beim 2023 Modell die Felgen. Finde ich richtig, richtig gut. Und da habt ihr halt auch alle Möglichkeiten, euch ja auszutoben, auszuleben. Ja. Genau, was man noch hätte machen können, was noch schön gewesen wäre, wären hier diese Fußrasten, ja, noch in Schwarz, aber gut, das kann man auch nachbearbeiten, sage ich mal, das kann man noch anpassen. Ja, dann auch preis-leistungstechnisch finde ich das ja ein total faires, gut gelungenes Motorrad. Also ja, je nachdem, aus welcher Region ihr kommt und von Händler, so zwischen 9 und 10.000 Euro muss man so ungefähr rechnen, finde ich aber für das, was ihr hier bekommt, total fair, passt auf jeden Fall Qualität und Zubehör, was ihr quasi da mit dem Motorrad bekommt, würde ich sagen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Sitzposition. Also ihr habt hier ein Motorrad, das können auch, es wird auch immer in Foren oder sowas geschrieben, können auch etwas kleinere Menschen gut fahren. Ich bin jetzt auch kein Riese, ich bin 1,76 und ich komme hier jetzt mit beiden Füßen ohne Probleme, wenn wir auf dem Motorrad sitzen, auf dem Boden. Und es gibt natürlich immer noch mal viel Sicherheit auf dem Motorrad. Geht aber auch mit bisschen kleiner, Zehenspitzenlangen ja auch. Ihr könnt es, glaube ich, sogar noch ein bisschen tiefer legen lassen. Also super ideal. Dann haben wir an der CBR hier so Stummellenker. Und man sieht schon, wenn ich mich hier draufsetze, dann sind wir so ein bisschen nach vorne ins Motorrad gebeugt, haben so auch ein gutes Gefühl fürs Vorderrad. Und ja, ich würde sagen, ich würde es als angenehme sportliche Sitzposition beschreiben. Genau, ich glaube, das trifft es ganz gut. Genau, wenn ihr jetzt von einer Supersportler kommt, empfindet ihr wahrscheinlich die Sitzposition der CBR auch als, ja, eher Tourenmotorrad. Ich sag mal, wenn ihr jetzt aber so wie ich zum Beispiel von der Ninja 650 kommt, würde ich sagen, die Ninja 650 war eher so, ja, eine Touring-Sitzposition, also echt schon sehr bequem, eigentlich keine Sportlichkeit. Und hier würde ich sagen, habt ihr eine bequeme, aber ihr fühlt doch, dass es ein sportliches Motorrad ist. Also für mich so die perfekte Kombination.
So, dann gehen wir mal wieder runter. Genau, zum Verbrauch kann man vielleicht noch sagen, ja, so durchschnittlich, ja, 4 bis 5 Liter würde ich jetzt mal grob sagen, je nachdem, wie ihr natürlich fahrt. Davon ist natürlich auch abhängig. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal aufs Motorrad und dann, ja, gebe ich bei der Fahrt noch mein weiteres Fazit. So machen wir es. Dabei kann ich euch gleich dann beim Anmachen noch einen kleinen Soundcheck geben. Beziehungsweise, wenn wir jetzt gerade das Motorrad anmachen, hier das Display. Ich finde es gut, übersichtlich alles drauf, was ihr braucht. Gang, Drehzahl, Geschwindigkeit, Uhrzeit, Total. Und ihr könnt hier noch Trip und Verbrauch und sowas, verschiedene Sachen anzeigen lassen. Also ich finde, das langt total. Klar, die neue, die 2024 hat hier auch gut nachgebessert. Viel Elektronik und Display, wo man viel umstellen kann. Aber ich muss sagen, ich brauche so viel Shishi gar nicht. Da finde ich an der Stelle ein bisschen weniger ist mehr. Wir können hier die Traktionskontrolle theoretisch an- und ausschalten. Und das war es eigentlich so ziemlich. ABS haben wir. Kam jetzt einmal zum Einsatz. Da hat es gut funktioniert. Also wunderbar. Also auch hier finde ich vom Paket her, was ihr bekommt, total ausreichend, passt alles. Der Neutral geht auch immer easy peasy rein. Klappt ja auch nicht bei jedem Motorrad so ohne weiteres. Und jetzt starten wir mal auf der Kamera, kommt es leider nicht so rüber, aber soundtechnisch für Stock ist es einfach schon geil. Ist einfach 4-Zylinder-Motor, ist schon mal von Haus aus einfach ein geiler Sound. Genau, ich finde auch im Standgeräusch, ich glaube, es kommt bestimmt auf der Kamera nicht so rüber, aber klingt es einfach schon so voluminös, so mächtig, einfach geil. Wir geben mal ein paar Gasstöße. Ja, also ich finde, es langt voll und ganz an Sound, richtig, 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 richtig schön. Dann steigen wir jetzt wieder drauf, fahren schnell. Es wird auch so langsam heiß. Heieiei. So. Und los geht's. Bisschen frische Luft tanken. Also, da waren wir ja vorher beim Motor. Wie gesagt, ihr habt hier einen 4-Zylinder-Motor. Sprich, das ist einfach ein sehr geschmeidiger, sehr entspannter Motor. Die Leistungsentfaltung ist erst so ab höheren Drehzahlen, so ab 8, 9, 10.000 kommt dann so richtig die Leistung, und davor ist es halt echt sehr human, sehr entspannt. Deswegen bietet sich das Motorrad auf jeden Fall auch für Anfänger an, weil es einfach ja super geschmeidig ist vom Anfahren, von der Gasentfaltung, von der Leistungsentfaltung, von der Gasannahme. Ja, ihr habt hier 207 Kilo, also ist jetzt, wirkt jetzt nicht wie das leichteste Motorrad, aber da ihr da wie gesagt halt in den meisten Fällen einen super Stand habt, habt ihr hier ein relativ sicheres Gefühl. Und beim Fahren merkt man das Gewicht dann sowieso nicht. Da fühlt sich das super wendig an. In den Kurven macht einfach richtig Spaß. Also das lässt sich echt spielend leicht in die Kurven schmeißen. Und ja, macht einfach nur Laune. Wie gesagt, mit der Leistungsentfaltung, dem muss man sich bewusst sein. Das ist ja so ein bisschen 4-Zylinder typisch, dass da die Leistung eher in den höheren Drehzahlen kommt. Also da werdet ihr in den unteren Drehzahlen jetzt keine Explosion erfahren, sage ich mal. Aber das sollte einem ja auch bewusst sein. Wir haben ja hier auch den Quickshifter uns gleich mit verbauen lassen. Der klappt auch super butterweich. Also das ist echt angenehm. Den nutze ich, wenn man jetzt auf die Autobahn schnell beschleunigt, beziehungsweise so mal spaßig hoch beschleunigen möchte, klappt der 1A. Auf jeden Fall auch eine schöne Ergänzung, die ihr euch hier direkt dazu nehmen könnt, gönnen könnt. Also der klappt echt super. Auch Bremsen und so die Geschichten von meiner Erfahrung her, jetzt kann ich sagen, passt, hat für jede Situation jetzt immer gepasst, auch wenn wir mal ein bisschen abrupter bremsen mussten, war immer genug Bremsleistung da. Also alles super bis jetzt. Genau, zu der Originalbereifung sagen ja immer viele, den würden sie sofort entfernen, wechseln. Ich kann jetzt sagen, bei mir hat er bis jetzt immer super funktioniert. Ich habe ihn sicherlich auch nicht so ans Limit gebracht, wie manch andere den ans Limit bringen können. Aber gerade so fürs Einfahren und sich ans Motorrad gewöhnen, würde ich sagen, langt der voll und ganz, wenn man jetzt nicht ganz ambitioniert sportlich vielleicht fährt. Dann langt er vielleicht nicht. Dann müsst ihr ihn vielleicht gleich wechseln. Aber das merkt ihr dann relativ schnell beim Fahren.
so auch, da ich den Quickshifter ja angesprochen habe, das Getriebe. Butterweich könnt ihr die Gänge hoch und runter schalten, also auch ohne Quickshifter. Und ja, klappt einfach immer erst rein. Auch der Neutrale geht, wie gesagt, super easy rein. Also es ist ein super Getriebe. Da kann ich auch nichts Negatives zu sagen. Generell, ihr habt es ja auch schon, wenn ihr geguckt habt, bei meinem Ninja 650 Fazit gesehen, bei mir stechen eher immer die positiven Sachen hervor, weil ich mich auf die konzentriere und an denen freue. Deswegen, ja, gibt es meistens in meinen Videos gar nicht wirklich viel Negatives zu sagen. Aber ist ja auch schön, auch wenn das Motorrad sicherlich nicht perfekt ist. Bestimmt auch viel auszusetzen gibt und gute Kritikpunkte auch gibt, die gerechtfertigt sind. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich da immer auf die guten Sachen, die mir gefallen, und dann passt es für mich. Genau. Also ist auf jeden Fall nichts mir bis jetzt bei dem Motorrad aufgefallen, wo ich eine Warnung aussprechen würde und sagen würde, oh Gott, denkt dran, bevor ihr das kauft, das geht auf keinen Fall. Ja, so jetzt zum Abschluss mein Fazit zum Motorrad. Also wenn ihr ein sportliches, aber bequemes, alltagstaugliches Motorrad sucht, ich fahre damit ja auch immer zur Arbeit etc. und versuche alles, was man auf dem Bike sinnvoll, einigermaßen sinnvoll erledigen kann, auf Motorrad zu machen, dann ist es auf jeden Fall ein Motorrad, wo, würde ich mal sagen, in Frage kommt, wo ihr euch mal näher angucken könnt. Ja, wenn euch die Optik dann auch noch zusagt, das ist bei mir beim Motorrad immer schon auch ziemlich wichtig, dass die Optik mir zusagt. Ja, wenn euch die auch gefällt, dann schaut euch das Motorrad auf jeden Fall an. Seid euch bewusst, wie gesagt, es ist ein Vierzylinder. Da kommt die Leistung. Wenn ihr jetzt die Rakete beim Anfahren sucht, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht glücklich. Aber sonst, sage ich mal, wenn ihr da eher ein bisschen entspannter unterwegs seid und, sage ich mal, erst dann auch sportlich ambitioniert fahren wollt, wenn ihr auf der Landstraße in entsprechenden Regionen seid, wo ihr dann auch die entsprechenden Drehzahlen habt, dann macht es auf jeden Fall super viel Spaß. Also abschließend zu sagen, ich bin super zufrieden mit dem Motorrad, ich bereue den Kauf keine einzige Sekunde. Und ja, gebt mir gerne mal eure Meinung zu dem Motorrad in die Kommentare, würde ich mich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer ein Like, ein Kommentar und vor allem ein Abo als große Unterstützung von euch, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann genießt das Wetter, genießt die Sonne. Genießt das Motorrad. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage tschüss. Bis zum nächsten Video. Leute, ciao.